wurde das Schicksal des gesamten Zweiten Weltkriegs durch den toten Körper eines Landstreichers entschieden? Wenn man die Operation Mincemeat betrachtet, könnte genau das der Fall sein. Im Jahr 1943 hielten die faschistischen Streitkräfte ganz Europa im festen Griff, während die Alliierten verzweifelt versuchten, im Mittelmeerraum vorzustoßen. Um erfolgreich zu sein, mussten die Alliierten überraschend angreifen und eine Täuschung des Feindes war die einzige Möglichkeit. Nach reiflicher Überlegung wurde ein genialer Plan entwickelt, bei dem falsche Identitäten und gefälschte Dokumente verwendet wurden, um die Nazis zu täuschen und das Mittelmeer zu befreien. Willkommen bei History on Fleek. Heute untersuchen wir Operation Mincemeat, die Geschichte einer gestohlenen Leiche, die den Verlauf des Zweiten Weltkriegs veränderte. Eine große Täuschung. Das Jahr 1943 markierte eine intensive Phase im Zweiten Weltkrieg. Die Alliierten waren darauf aus, Italien zu erobern, Mussolinis Truppen aus dem Krieg zu entfernen und deutsche Kräfte für ihre zukünftigen Invasionspläne aus dem Norden Frankreichs abzuziehen. Die Eroberung Italiens von den faschistischen Mächten erforderte die Invasion Siziliens und ihre beste Chance auf Erfolg bestand darin, die Achsenmächte an anderer Stelle abzulenken. In einem genialen Moment beschlossen die Alliierten, den Feind über einen falschen Plan zur Verlegung von alliierten Truppen nach Griechenland, Sardinien und auf dem Balkan zu informieren. Die Invasion Siziliens, genannt Operation Husky, erforderte jedoch ihre eigene Operation, um die Achsenkräfte von der Spur zu lenken. Operation Mincemeat war geboren und wurde bald von Winston Churchill und Dwight Eisenhower abgesegnet. Ein bizarrer Plan, der wie direkt aus einem Spionageroman klang. Eine Notiz à la James Bond. Die Idee, eine Leiche zu verwenden, um den Feind zu täuschen, stammte aus einer erstaunlichen Quelle. Im Jahr 1939 kursierte ein Dokument namens Trout Memo in den Kreisen der britischen Marine-Geheimdienste. Es zog viele Vergleiche zwischen Fliegenfischen und Feindtäuschung im Krieg und enthielt mehrere praktische Vorschläge, wie man eine solche Täuschung durchführen könnte. Das Memo wurde dem Konteradmiral John Godfrey zugeschrieben, der Direktor des Marinegeheimdienstes war, wurde aber wahrscheinlich von seinem persönlichen Assistenten verfasst. Und das war niemand anderes als Ian Fleming. Der Mann, der später die James-Bond-Romanreihe 007 verfassen würde. In einer Zeit vor der Welt des Kalten Krieges enthielt das Trout-Memo Vorschläge, einschließlich der nicht sehr netten Option, gefälschte Dokumente auf einem Leichnam zu legen, um sie vom Feind finden zu lassen. Falscher Körper. Es stellte sich heraus, dass es einer eigens gefälschten Identität bedurfte, um eine Leiche an einer bestimmten Stelle zu platzieren und sie im Krieg glaubwürdig erscheinen zu lassen. Die Alliierten entschieden, dass Captain William Martin, stellvertretender Major der Royal Marines, die fiktive Identität der Leiche sein sollte. Der Name wurde aufgrund seiner Häufigkeit gewählt und die Royal Marines wurden aufgrund ihrer Schlachtkleidung gewählt, leicht anzuziehen und aufzufinden. Sein Rang als stellvertretender Major machte seine Handhabung sensibler Dokumente glaubwürdig, war aber auch kein so hoher Rang, dass er eine bekannte Person in der Royal Navy war. Aber ein Name und sein Rang reichten nicht aus, um eine Person zu fiktionalisieren. Captain William Martin benötigte eine Hintergrundgeschichte und Lebensdetails, die auf ihm gefunden wurden. Pocket Litter, persönliche Gegenstände, die nur in Geldbörsen oder Taschen gefunden wurden, wurden auf die neu gefundenen Habseligkeiten des Hauptmanns angewendet. Zwei Liebesbriefe und ein Foto einer MI5-Schreiberin gaben William Martin eine fiktive Verlobte namens Pam. Um der Hintergrundgeschichte noch mehr Gewicht zu verleihen, befand sich auch eine Quittung für einen Diamantring von der Bond Street in diesen Habseligkeiten. Weitere Korrespondenzen wurden verfasst, darunter ein Brief von einem mürrischen Vater und eine Notiz von einem Familienanwalt, der eine Überziehungszahlung forderte. Die Liebe zum Detail ging bis ins kleinste Detail. Damit Williams Martins Uniform abgenutzt aussieht, wurde sie drei Wochen lang von einem britischen Geheimdienstoffizier mit der gleichen Statur getragen. Damit seine Marine- und Identitätskarten nicht neu aussehen, wurden sie Wochen im Voraus an Hosen gerieben, um abgenutzt auszusehen. Um sicherzustellen, dass alle Dokumente nicht im Seewasser gewaschen würden, führte der MI5 Tests mit verschiedenen Tintenmarken durch, um die am besten geeignete für die Aufgabe zu finden. Es erforderte eine Menge Realität, um glaubwürdige Fiktion zu erstellen. Falsche Dokumente. Um die Täuschung durchzuführen und die Achsenmächte in die falsche Richtung zu lenken, mussten Dokumente gefälscht werden und das in überzeugender Weise. Die Dokumente mussten den Eindruck erwecken, dass die Balkanhalbinsel, Sardinien und Griechenland Verstärkungen von den Alliierten erwarteten. Außerdem mussten sie den festen Eindruck vermitteln, dass Sizilien nur eine Ablenkung in den Plänen der Alliierten war. Die Aufmerksamkeit für Details in diesen gefälschten Dokumenten ist bewundernswert.
Die gefundenen Korrespondenzen mussten inoffiziell erscheinen, ohne Kodierung oder Verschlüsselung in ihrer Botschaft. Um diesen Eindruck zu fördern, wurde der gefälschte Brief von Archibald Nye, dem stellvertretenden Chef des Generalstabs des Imperial, an General Harold Alexander, den Befehlshaber der angloamerikanischen Armee in Algerien und Tunesien, verfasst. Ein potenzieller Fehler des Plans bestand darin, dass diese äußerst wichtigen Dokumente auf einer Leiche gefunden werden würden. Die Alliierten befürchteten eine mögliche Zurückhaltung, sich aus Gründen des römisch-katholischen Glaubens mit einem Verstorbenen zu befassen. Daher wurde der Leiche eine Aktentasche gegeben, um die wichtigen Dokumente zu verstauen. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass die Aktentasche in der Hand der Leiche festgeklemmt würde, in der Annahme, dass die Leichenstarre sie an Ort und Stelle halten würde. Da die Leiche jedoch auf dem Seeweg an die spanische Küste geliefert werden sollte, erkannten die Alliierten bald, dass dies keine Garantie war. Ein Seil wurde um den Gürtel des Trenchcoats der Leiche und dem Griff der Aktentasche gebunden, damit die Dokumente ordnungsgemäß geliefert und gefunden werden würden. Wem gehörte eigentlich die Leiche? Die Verantwortlichen für Operation Mindsmeet waren völlig zurückhaltend, die tatsächliche Identität der Leiche öffentlich bekannt zu machen. Es dauerte bis 1996, bis die wirkliche Identität von Glyndwr Michael offiziell anerkannt wurde. Einige haben spekuliert, dass die Leiche tatsächlich von der Versenkung der HMS Dasher im März 1943 stammte. Der Vorfall kostete 379 Soldaten das Leben, wurde aber als Quelle inzwischen verworfen. Die offiziellen Aufzeichnungen zeigen Glyndwr Michael als den ausgewählten Kadaver, der an Rattengift als seine tatsächliche Todesursache gestorben ist. Erstaunlicherweise wurde Michaels Leiche vor ihrer Auswahl beobachtet und als nicht wie ein Offizier aussehend, sondern nur wie ein Stabsbeamter. Evan Montagu, ein Schlüsselplaner für Operation Mincemeat, mutmaßte, Martin sei ein bisschen ein Taugenichts und dass das Einzige, was er je getan habe, er nach seinem Tod getan habe. Nun, so viel zum Danke. Ihr hättet in Sizilien ohne ihn oder seinem Leichnam nicht erfolgreich sein können. Die Folgen. Hauptmann William Martin wurde per U-Boot an der spanischen Küste platziert, wo er am nächsten Tag von Fischern gefunden wurde. Spanien wurde absichtlich ausgewählt, da die Alliierten sicher waren, dass ihre neutrale Haltung bedeutete, dass sie jede Nachrichtendienstarbeit mit dem deutschen Nachrichtendienst der Abwehr teilten. Das Wagnis zahlte sich aus, denn die deutsche Aufklärung erhielt Kopien der gefälschten Dokumente von der falschen Marineleiche und alles funktionierte genau wie geplant. Die List wurde geschluckt, alle deutschen Verstärkungen wurden nach Sardinien und Griechenland geschickt, bevor und sogar während der Invasion Siziliens. Zum Glück erhielt Sizilien also keine Verstärkungen. Und eine sechswöchige Operation in der Luft und auf See führte zum Erfolg. Im Juli wurde Mussolini gestürzt und im September begannen die Alliierten ihren Feldzug in Italien. Das deutsche Oberkommando erkannte, dass es viel zu spät war, um hier einen Unterschied zu machen, und Hitler hatte seine ersten Probleme an der Ostfront, als er eine große Operation in Kursk absagte, um Italien zu verstärken. Die Alliierten verdanken Hauptmann William Martin viel oder verdanken sie eher Glyndwr Michael viel? Was denkst du? Das war History on Fleek und wir sehen uns das nächste Mal wieder.